Alles klar, Leute. Und damit herzlich willkommen zu Ark. Lang ist es ja her, dass ich hier was auf meinem Kanal gemacht habe. Aber jetzt fangen wir wieder an, fleißig mit Ark. Und mit dabei habe ich sogar einen neuen Mitspieler, und zwar den Lukas. Hi, ich bin Zakul3 und ich Lukas. Das Projekt gibt es jetzt auf meinem Kanal. Genau. Und jetzt gehen wir erstmal bei mir mal in den Server rein. Und dann irgendwann später kommt dann noch ein anderer mit dazu. Und ja, wer das sein wird, wird noch nicht verraten. Aber ihr dürftet den auch wahrscheinlich kennen. Was heißt wahrscheinlich? Natürlich würdet ihr den kennen. Okay, ja, wie gesagt, jetzt ist gerade dunkel. Wenn es hell wird, dann machen wir einen kleinen Rundgang. Weil viele kennen ja das noch von meinem alten Projekt. Da war ich ja bei Westzone 2 und jetzt bin ich bei Süd. Wieso, weshalb das Ganze, das werde ich euch dann auch gleich noch erklären. Genau. Auf jeden Fall mir ist gerade auch dunkel. Wie man sieht, sieht man nichts. Ne, mit H, wenn man H drückt, weiß man ja, sieht man dann die ganze Tageszeit und so weiter und so weiter. Ja, mit Z, zum Beispiel hier. Mit Z kann man kacken. Ja, und mein Kollege hier ist auch schon fleißig. Ne? Mit Einfügen, mit der Einfügen-Taste spricht man lokal und mit Enter ist dann generell auf dem Server zu schreiben. Ja, können wir hier kurz mal machen. Zum Beispiel einfach Hi oder so. Genau. So, wie spät haben wir? Warum starten wir eigentlich immer, wenn es dunkel ist, ey? Ah, Mann. Ja, frag mich auch. Jedes Mal, wenn ich sterbe, ist es auch immer dunkel. Okay, ja, dann werde ich dann gleich, werden wir dann ja durch die Base mal ein bisschen gehen. Könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, weil hier haben wir schon ordentlich viel gebaut. Warum ich lange nichts aufgenommen habe, ja, ich hatte auch nicht so wirklich die Lust dazu gehabt momentan mit YouTube. Und außerdem war ja das kleine Problem mit OBS. Das habe ich aber, hat Lukas mir beigeholfen, dass das endlich wieder funktioniert. Ja, ich habe das in einer Minute ungefähr hinbekommen und er hat dafür vielleicht Tage gebraucht. Ja, weil es hieß immer, ja, wie hat sich das verstellt? Ich weiß es nicht, kein Plan. Weil normalerweise musst du ja, wenn du da Häkchen rausmachst, musst du es ja annehmen. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Aber jetzt funktioniert es wieder und jetzt wird Game Time wieder mit Ark wieder befeuert. So, sind natürlich schon richtig viele Dinos bei dir. Ja, das können wir dann auch gleich, wenn es hell ist, gleich mal zeigen. Weil es hat sich ordentlich was getan. Für die Leute, die das noch von meiner alten Base kennen, die wissen. Jo, finde ich auch. Okay, ja. Was brauche ich denn jetzt? Ich brauche Flint. Und damit du schön schnell leveln kannst, kann ich dir einen Tipp geben. Bau Foundations. So Sedge Foundation oder Fiber Foundation. Also die kleinen. Ja. Und dann reißt die immer wieder ab, weil du bekommst ja die Hälfte der Ressourcen wieder. Und dann kannst du wieder eine neue bauen. Und somit, weil du verdienst oder kriegst mehr Erfahrungspunkte durchs Bauen. Okay. Und hast du auch eine Fackel oder so? Ja, ich bin jetzt auch gerade am Machen. Oh, ich verhungere ja gleich. Warte. Craftables. Für eine Fackel brauche ich nochmal Wood. Wood. Hide, Chitin. Thatch, Metall, Wood. Dann kann ich schon mal zwei Fackeln machen. Ja, weil irgendwie wurde ich ja letztes Mal angegriffen, wo wir uns getroffen haben. Und das war ja dann wieder Nacht. Und deswegen habe ich meine ganze Sache nicht wieder gefunden. Wo stehst du gerade? Bei das Tor.
Gut, endlich mal etwas hell. Wird's hell? Nein, wegen deiner Fackel. So, dann schmeiße ich die mal hin. So. Dann brate ich jetzt noch mal ein bisschen Fleisch. Okay, wo liegt die Fackel? Ah, hier. So, jetzt hätten wir eine Fackel. Dann werde ich sie sofort mal ausrüsten. So. So, dann hole ich jetzt noch mal kurz ein bisschen Steine. Holz. Holz, Holz, Holz. Ach, ich hatte ja noch Holz dabei gehabt, ich Idiot. Ach, Mann. Und wann machen wir die Tour? Also wann erkläre wir das Ganze? Ja, können wir ja gleich machen, wenn es richtig hell ist. Wenn man nicht mehr die Fackeln braucht, weil es ist immer so ein bisschen doof mit der Fackel. Man sieht ja doch nicht so viel. Ja. Aber Leute, ihr werdet es, ja, ihr werdet gleich die Kinnlade runterfallen sehen bei manchen, also bei euch, weil es hat sich viel getan hier. Verdammt viel. Jetzt haben wir es 3 Uhr, ja, warten wir noch ein bisschen. Du kannst ja mal hier hochkommen. Moment, ich muss kurz meine Fackel wieder aufsammeln. Die war runtergefallen. Weil oben habe ich dir dann auch noch mal ein bisschen Fleisch hingepackt. Oder es ist gerade am Braten, sagen wir es mal so. So. Ja, ich komme jetzt. Alles klar. Dann fangen wir nämlich mal von oben an. Ich bin gestorben. Was hast du denn gemacht? Gar nichts. Ach, du warst am Verhungern, kann das sein? Ja, könnte ich glaube es gewesen Na, dann, du weißt ja, wo deine Sachen noch liegen, ne? sein. Ja. Dann musst du die nochmal ganz kurz holen. Die war unten. Weil es ist auch immer ganz wichtig, was immer zu essen dabei zu haben, sonst verhungert man. Das geht gerade zu Anfang bei Low Level geht das verdammt schnell. Aber oben ist dann. So, geh mir hoch. Vertrauenserweckend, ja. Ja. Oh. Ah, ja, warte. So, jetzt haben wir es wieder. Okay, super. So, ja, das ist Dominik, der ist auch bei uns im Tribe. Allzeit. Hi. So, wie gesagt, im Feuer ist dann was zu essen noch. Hier. Wie kann man das holen? E und dann Access Inventory. Ne, das war Feuer aus. Hier gedrückt halten. Genau. Da kommt dann so ein Bis. raus. Ja, wir machen auch gerade für YouTube eine Aufnahme. Ach so. Ne? Mal so nebenbei. Mal so nebenbei. Ich hatte ein bisschen Leder gemacht. Ja, wichtig ist, dass wir jetzt auch wieder mit Teil, weil irgendwie wurde ich in der Nacht angegriffen und ich habe da meine Sachen wieder nicht gefunden. Oh. Irgendwie. Ja, wir brauchen auf jeden Fall schnellstmöglich Schwerter, weil ich habe das jetzt bei mir ausprobiert. Damit ist so einfach, die Tiere zu töten. Also bis Level 25 hast du eigentlich, kannst du Okay. alles töten. Unglaublich. Dass wir da nicht eher drauf gekommen sind. Ah, alles mal ausprobieren. Ja, man muss ja, wir sind ja. So, warte mal, Hide habe ich ja auch noch ordentlich gefarmt. So, dann mache ich jetzt auch gleich. Müsstest du mich an die kurz mit auf den Berg begleiten vielleicht?
Ja, wir wollten jetzt gerade erstmal eine Rundreise machen durch die Basis. Genau. Ach so, ja, ja. Die zu zeigen, wie die aussieht. Ja, hast, ich habe gesehen, du hast ja hier schon ordentlich vergrößert. Ja. Mal. Und immer Steine übrig, ne? Musstest du farmen oder alles aus den Tieren raus? Ja, musste ich auch farmen. Okay. Ja, habe ich mir fast gedacht. Wieso, wir haben erst um 5 Uhr, sobald es dann hell. Oh. Ja, dann geht's gleich los. Ach, und Schilder kann man sich ja auch machen, ne? So ein Schild hier für die zweite Hand. Das ist ja die Offhand dann, ne? Ja. Die werde ich mir mal aus Holz herstellen. Ja, bist ja auch schon. So, dann können wir jetzt mal unsere kleine Rundreise machen. So, also das ist die obere Etage. Hier haben wir dann unser Bett, Feuer, Mortar Pester, dann die Smithy, unsere Werkbank. Dort kann man dann so Metallwerkzeuge. Und hier haben wir die ganzen Kisten, alle beschriftet, was wo drin ist, damit da ein bisschen Ordnung ist. Cool. Dann haben wir hier die Refining Forge, das ist für Schmelzen für Metal Ingots, also Metallbrocken werden dann zu Metallbarren geschmolzen. Hier unten, das wird dann sozusagen unser Aufenthaltsraum, hier kommt dann auch so Stühle hin, ein Tisch, ne? Das wird dann sozusagen das Wohnzimmer. Wer liegt hier? Das bin ich. Achso, das bist du noch. Du kannst, achso, du hast ja doch keine Axt, ne? Sonst kannst du dich auch selber abbauen und kriegst ein bisschen Fleisch raus. Menschenfleisch. Geil. So, ja, und hier haben wir unseren kleinen Zoo. Hier haben wir zum Beispiel einen Parasaurus. Pflanzenfresser, der heißt Kimber, Level 35. Dann haben wir hier einen Stego, Spiky, Level 50. Dann haben wir hier noch unseren kleinen Dodo. Den wollten wir eigentlich, müssen wir nochmal ein Weibchen dafür, nee, ein Männchen zähmen, dass er wieder Eier bekommen, dass sie sich paaren können. Ja, noch ein Triceratops. Dann haben wir hier die Dilophosaurier, das sind unsere Wachhunde. Da haben wir hier noch einen Parasaurus, obwohl das ist, glaube ich, der gleiche, aber jedenfalls, wir haben zwei. Genau, die kann man auch reiten. Ja, dann haben wir hier einen Petschi. Da habe ich gedacht, der ist gut für Steinefarmen, ist aber Blödsinn. Mhm. Der greift gar keine Steine an, der ist für Setch ganz gut. Oh. Der rennt nämlich mit seinem Kopf gegen den Baum. Na, wenn es da mal keine Kopfschmerzen gibt. Genau, hier haben wir dann unser Futtertrog für die Dinos, die rumlaufen, dass sie was zu fressen bekommen. Die holen sich das dann automatisch. Also auch Fleisch, also Fleisch hier rein. Ja. Okay, ich habe sie jetzt einzeln gefüttert. Na gut, so da kannst du Früchte und Fleisch reinpacken für die Dinos. Ja, und dann haben wir hier unser Wassergehege. Hier kommen dann so, ja, so Itchis rein oder Haie später. Ich habe mal Fleisch reingepackt. Ja, wie gesagt, die holen sich das dann automatisch. Ja, das ist dann so die kleine Base. Ihr kennt es ja noch sicherlich, wo wir damals in der Westzone 2 waren. In der Westzone 2, da war ich aber lange nicht mehr online, weil ich momentan auch dann bei Ark keine Lust hatte, was zu machen. Weil irgendwann ist das Spiel hat manchmal so Momente, wo es einen richtig frustriert. Ja, glaube ich auch. Hassliebe, ja. Genau. Ich weiß ja noch, wo ich aus Versehen aus dem Tribe rausgegangen bin und ich mich mit Dominik wieder zu finden, das war... Boah. So, und ja, und wie gesagt, dann haben der andere Tribe, der hat, ja, weil ich lange nichts mehr gemacht habe, haben sie gedacht, ich mache vielleicht nichts mehr, haben dann ihren erweitert und somit konnte ich dort auch nichts machen. Dann sind wir jetzt Süd 2 hingezogen, ja, und das ist dann hier die Base. Cool. Und sollen wir eine Wanderung machen oder so? Ja, ich würde sagen, du levelst lieber mal. Ja, inwiefern, also wie kann man das machen? Warte mal, ich mach dir oben mal eine Axt und so weiter, dass du was zum Abbauen hast. Ja, holt er mir ein Holz für uns. Vielleicht dann auch noch Klamotten, ne? Stimmt, kommst du mal hoch, Lukas? Ja. Dann kriegst du schon mal Klamotten. Weil so nackig kann ich dich ja da nicht rumlaufen lassen. Geht ja gar nicht. Doch, so, nackig ist geil. Achso, Metall. Dominik, kannst du da nochmal Metall? Ja, ich... Und schlafen wir alle in mein Bett. Ich mal los. Ne, geh mal los und hol mal ein bisschen Metall.
Dann mache ich jetzt mal Klamottis. Und deine Axt wäre gut. Dann kriegst du auch gleich noch einen Wasserbehälter. So, dann schmeiße ich dir mal hier Sachen hin. Und die musst du dann rechts rüberziehen, ne? Bei Your Equipped Items. Ja, das weiß ich. Und dann hast du ja noch einen Hut von Anfang an, das ist eine Skin, die kannst du dann über den Kopf rüberziehen. Dann hast du so einen Cowboy-Hut oder Indiana Jones-Hut. Habe ich alles aufgesammelt? Und dann, oder Doppelklick auf die Sachen, dann zieht er die automatisch an. Okay, Stiefel wäre, hätte ich einmal. Alter, ein Raptor mit Level 32, einfach mal. Ein Helm. Ja, den müssen wir uns auch noch mal zähmen, weil wir haben ja einen verloren. Ah. So, dann brauchst du noch Axt. Dann machen wir erstmal eine Steinaxt. Ja, ich habe gestern eine getötet. Bis wir wieder genug Metall haben. Eine Axt habe ich keine. Was brauchen wir noch? Ich glaube, für eine Axt brauchte man auch Flint, ne? Meine ich. So, dann kriegst du den. Fackel hast du ja, ne? Ja, Fackel habe ich. Dann. Kriegst du nochmal eine Steinschleuder. Die kann man dann benutzen, um Dinos auszunocken. Aber das ist erst, ja, sag ich mal, bis in die Lockwood. Danach ist es dann besser, mit Narkotikpfeilen zu schießen, weil sonst bist du unendlich lange am Rumschießen. Und fürs Zähmen sind die Narco-Berries wichtig. Die darfst du auch nicht essen, weil sonst wirst du ohnmächtig. Ja, okay. Okay, es dauert zwar eine Zeit, aber irgendwann liegst du dann da. Okay, gut zu wissen. Und Steamberries, die weißen, die kannst du auch essen, die kosten aber Wasser. Die saugen dir Wasser raus. So, dann schmeiße ich dir mal hier eine Axt hin. Eine Axt. Picke. Das. Und drei Speere. Und dies musst du dann alles in diese Schnellleiste ziehen. Ne, in die Quickbar. Ja, habe ich vor. So. Jo, die erste Folge ist auch schon fast vorbei, noch eine Minute. Würde ich sagen, ne? Moment mal, eine Axt habe ich nicht. Habe ich dir die nicht runtergeschmissen? Doch, die müsste eigentlich im Inventar sein. Doch, eine Axt habe ich. Sehe ich gerade hier. Und einen Pick habe ich auch. Na, dann machen wir die nächste Folge. Gibt es da mal so eine kleine Einführung mit was und so weiter. Genau, sollen wir die Party zum Ende? Genau, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, nach langer Zeit mal wieder Ark zu sehen. Und wir haben ja noch vielleicht was vor. Weiß ja nicht, ob wir da schon was drüber erzählen können. Lukas, du weißt, ne, was ich meine? Ja, ich weiß. Wir können das gerne mal im nächsten Part so ein wenig ansprechen. Alles klar, dann habt noch einen schönen Tag. Und bis dann, ciao. Bis dann, Leute, haut rein. Jo, das war... Du nimmst ja weiter durch, ne? Ja. Aber ich mache erstmal kurz eine Kaffeepause, weil ich will nur kurz einen Kaffee machen. Okay, ich werde das halt einfach weiter aufnehmen, ganz normal. Und du kannst das ja cutten, ne? Jo, mal gucken. So, gehe ich sie wieder raus mit euch. Oh, hier sind schon... und... Oh, tot. Ja, bingo. Sag einfach Bescheid, wenn du wieder im Aufnehmen bist. Und ich werde dann der Zeit ein wenig Holz holen gehen. Jo. Für meinen Zuschauer noch. Ja, ich muss erstmal kurz gucken, ob ich meine Sachen wieder finde.